Hallo und herzlich willkommen zu dieser Kartenlegung. Ich bin Monsieur Christian und ich werfe heute wieder einen Blick in die Karten für dich. Du siehst hier, ich mische auch schon durch und wir starten jetzt dann auch gleich los. So, da la. Wir haben ja mal direkt gleich die Gerechtigkeit herausbekommen, die Hohepriesterin und die Vier der Kelche. Ja, das sieht ja schon einmal sehr interessant aus. Was haben wir hier? Wir haben hier tatsächlich jemanden, der etwas von dir möchte. Wir haben hier jemanden, der sich in Bezug auf dich die Hoffnung macht, dass das mit euch mehr wird. Und was ich hier sehe, ist, dass du das auch verdient hättest. Wir haben hier die Hohepriesterin, wir haben hier die Gerechtigkeit. Das heißt, eigentlich wirst du jetzt das bekommen, was du dir ursprünglich gewünscht hast. Jemanden, dem du vertrauen kannst, dem du aber noch eine Chance geben musst. Weil wir haben hier jemanden, der dich entweder schon mal verletzt hat oder wo du einfach sagst, du bist noch misstrauisch. Und hier hat wirklich jemand eine Phase durchlaufen, da hat sich jemand weiterentwickelt. Also ich sehe hier jemanden, der früher öfters unzuverlässig war. Das heißt, nicht jetzt nur auf die Liebe bezogen, da auch, vielleicht kennst du es ja schon, aber auch in anderen Bereichen. Und diese Person hat sich jetzt gewandelt. Da ist jemand wirklich unerwartet zu einem reiferen Menschen, ich glaube, das ist der richtige Ausdruck, geworden. Nur weißt du es vielleicht noch nicht. Das ist jemand, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, was er wirklich will. Und ich sehe hier auch jemanden, der, noch eine Klarheitskarte, ja, der Wagen, der seine Zeit gebraucht hat, um zu verstehen, was er wirklich will. Ich sehe hier einfach in der Vergangenheit Bindungsängste, jemand, der vor kurzem auch Bindungsängste hat, aber schön langsam erkennt, dass du eine Person bist, die man nicht ersetzen kann. Und da sagt sich jemand, gut, wenn eine Beziehung, dann mit der. Ja? Und du kannst da bald was erwarten. Wir haben ja die Vier der Kelche. Und du kannst da einfach erwarten, dass da was kommt. Genauso wie du es auf dieser Karte hier siehst. Ja, du sitzt hier, du bist an einem Punkt angelangt, wo du sagst, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Irgendwo wurde ich enttäuscht von der Liebe und du hinterfragst eben, ja, warum ist das so? Und heute gibt es ja nur noch Leute, die unzuverlässig sind. Aber es gibt auch noch ehrliche Leute. Es gibt auch glückliche Paare und es gibt auch Männer und Frauen, die sich zum Positiven wandeln. Und wir haben hier nicht immer wirklich eine Veränderung. Also Menschen verändern sich grundsätzlich schon. Nur oft ist es auch einfach so, dass Menschen zu sich selbst finden, zu dem, was sie wirklich wollen. Und viele Leute finden das nie heraus. Also das heißt nicht, dass jemand, der 70 ist, schon eher weiß, was er will, als jemand, der 20 ist. Ja, also es kann jemand, der 20 ist, genau wissen, was er möchte im Leben und sehr, sehr weit sein und auch sehr, sehr klug sein. Und das kann jemand, der 70 ist, gar nichts wissen. Ja, also das ist nicht vom Alter abhängig. Und natürlich, es kann sich sowohl um einen Mann als auch eine Frau handeln. Du weißt es vielleicht schon, meine Legungen sind nicht geschlechterspezifisch, meistens eben aus der Sicht einer Frau, aber es trifft wirklich auf jedes Geschlecht zu. Und du musst jetzt einfach sagen, gut, wenn das kommt, dann öffne ich mich. Also
Du wirst da einfach bald, was heißt bald, du kannst jeden Moment damit rechnen, dass eine Annäherung kommen wird. Nur die Frage ist, ob du auch offen bist. Ob du sagen kannst, gut, ich vertraue hier nochmal, gut, wir haben hier die Hohepriesterin, da haben wir eher so dich. Und dir ist einfach ein Gleichgewicht wichtig. Und wenn du jemanden hast, den du eigentlich magst, aber wo du wirklich dieses stark beschädigte Vertrauen in die Person hast, oder einfach, manchmal ist es einfach so, dass man misstrauisch ist. Also es gibt Leute, denen vertraut man schneller und es gibt Leute, denen vertraut man langsamer. Das ist oft dieses unterbewusste Vertrauen. Man muss an diesem Punkt aber oft sagen, dass ich auch schon oft gesehen habe bei Leuten, dass sie komplett den falschen Leuten vertraut haben. Ja? Also nur weil du jemanden jetzt noch nicht lange kennst oder weil jemand sich nicht festnageln wird, heißt das nicht, dass du der Person mehr vertrauen kannst als einer anderen Person. Ja? Das ist immer dieses unterbewusste Vertrauen und das ist oft gar nicht so einfach zu erkennen, was ist jetzt das Bauchgefühl, das wirklich weiterhilft und was ist einfach nur die Angst oder Misstrauen, das durch die Vergangenheit entstanden ist, hervorgerufen wurde. Und dieser jemand, schauen wir uns noch mehr an in Bezug auf diese Person. Also, wie schon gesagt, es ist entweder jemand, mit dem du schon mal irgendwie was hattest oder den du noch nicht so lange kennst. Ja, also es kann beides sein, aber es ist grundsätzlich jemand, der weiß schon, dass es dich gibt. Das ist jetzt niemand, der dich ganz neu kennenlernt. Also es handelt sich hier um eine Person, die weiß, dass du hier bist und die mehr an dich denkt und mehr an dich interessiert ist, als du es vielleicht glaubst. Weil der äußere Schein kann oft trügen. Ja? Also nur weil es äußerlich so scheint, dass jemand kein Interesse hat, heißt das nicht, dass die Person wirklich kein Interesse hat. Und es sind so viele Gründe. Ja, es gibt so viele verschiedene Gründe. Und natürlich kann es auch sein, dass dir jemand Interesse vorgaukelt. Das kommt auch vor. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass wir das hier haben. Ich sage nur, dass es sein kann. Das heißt, du solltest diese äußeren Anzeichen, diese oberflächlichen Anzeichen, sage ich jetzt mal, nicht überbewerten. Ganz einfach, warum? Manche Leute sind verschlossen, sehr verkorkst. Es kann wahre Liebe für dich von einem Ego oder auch vom genauen Gegenteil, von einer zu großen Schüchternheit unterdrückt werden. Und du fragst dich hier vielleicht, ja, ich würde die Liebe ganz anders zeigen. Also wenn du die Person wärst, würdest du dir die Liebe oder deiner Person die Liebe viel mehr beweisen. Und du fragst dich, wenn die Person dich wirklich liebt, wenn die Person wirklich Gefühle für dich hat und was in Bezug auf dich verspürt, warum behandelt die dich dann so? Warum wirst du irgendwie im Dunkeln gelassen? Ich glaube, das ist hier der richtige Ausdruck. Du weißt nie so richtig, ob du das jetzt noch alles glauben kannst, weil dir diese direkten Anzeichen fehlen. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir hier eine Person haben, wir haben hier die 9 der Münzen, wir haben hier die 3 der Münzen und den Pagen der Kelche, die ihre Liebe auf eine ganz eigene Art und Weise zeigt. Das ist niemand, der so geradlinig und normal Liebe zeigt, wie du dir das vorstellst. Die Person kann dir schon Liebe zeigen, nur ist das jemand, der sehr lange braucht, bis er auftaut. Du kannst dir das vorstellen wie ein feuriges Herz, das für die Liebe brennt, das für dich brennt,
Aber um das Herz herum ist ein riesiger Eisblock. Und du siehst dieses Feuer und vor allem du spürst dieses Feuer erst auch, du spürst die Wärme der Flammen der Liebe erst, wenn dieser Eisbrocken, dieser Dicke vollkommen abgetaut ist. Weil Feuer lässt Eis abtauen. Aber je nachdem, wie dick das Eis ist, dauert es eben. Und hier haben wir einfach schon länger die Situation, dass das Feuer angefangen hat, das Eis abzutauen. Und das Feuer ist schon fast ganz durchgekommen. Also der Eisblock, der ist fast nicht mehr präsent, aber er ist immer noch ein bisschen da. Und dann kommt aber auch hier dann wirklich der Page der Kelche durch. Dann wird die Distanz, die wir immer noch irgendwo haben, verringert. Die wird dann irgendwann beseitigt. Und dann wird es eben so sein wie hier oder auch vorher bei der Vierterkelche, wo dir einfach dieser Page einfach den Kelch durch die Wolke durchreicht. Da zeigt sich mal jemand von seiner Herzensseite. Da zeigt endlich mal jemand sein wahres Ich. Die wahre Liebe. Und was heißt wahre Liebe? Ist das alles nur Einbildung oder Verliebtheit? Nein. Und gerade weil es wahre Liebe ist, kann es auch so sein, dass Leute im Umfeld oft sagen, ja, das bringt nichts mehr. Oder ja, wenn es nicht jetzt sofort ist, dann ist es nicht wahr. Und natürlich, grundsätzlich stimmt schon, wenn ich jetzt wen hab und ich merke, die Person, die behandelt mich schlecht oder spielt, wenn auch unbewusst mit mir, dann ist es natürlich objektiv und rational am besten, wenn man sagt, gut, wer mir die Liebe nicht zeigen kann, so dass ich dadurch keinen Schaden nehme, sondern auch etwas davon habe, den lasse ich liegen. Aber du weißt, es ist nicht so einfach. Und es kann sein, dass jemand, und das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, mit dem Feuer und dem Auftauen, einfach seine Zeit braucht, um gänzlich aufzutauen. Und die Frage ist nur, ob du dann bereit bist, zu warten, aber was ich hier sehe, ist einfach, dass dieses Warten einfach bald ein Ende hat, weil du irgendwo schon länger geduldig bist und dass endlich jetzt einmal für dich die Gerechtigkeit siegt, dass du auch endlich einmal etwas davon hast. Und ich würde dir jetzt sagen, wenn es so wäre, dass ich sage, okay, das bringt nichts oder das dauert noch ewig, aber hier ist wirklich bald der Punkt erreicht, wo es auf dich ankommt. Du bist hier nicht mehr eigentlich der traurige Bittsteller. Das bist du nicht mehr. Du wirst dann die Person sein, die entscheidet, ob sie weggeht und sagt, gut, das hat so lange gedauert und ich habe dieses Vertrauen einfach nicht mehr. Oder ob du sagst, ja, auch wenn ich mich überwinden muss, ich gebe einfach die Chance. Da ist einfach was da, da ist einfach dieses Herzensgefühl da und ich möchte es einfach mit dir probieren. Weil ich genau weiß, dass ich jetzt nicht einfach wen anderen herbeiholen kann oder neu daten kann und dich einfach so ersetzen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist das, was du wissen musst. Weil bei dem, was du alles investiert hast, wäre es schade, wenn du dir jetzt die Belohnung dafür eigentlich nicht abholst. Und du hast es ja auch verdient. Wir hatten nicht umsonst als erstes die Karte der Gerechtigkeit. Weil die Gerechtigkeit wird jetzt endlich mal siegen. Ja, also das ist wirklich einmal eine gute Nachricht.
schauen wir uns an, was sonst noch so bei deiner Person, bei der Person, um die es gerade geht, gerade Sache ist. Was da gerade so durch den Kopf geht und was da alles präsent ist. Und wenn dir meine Legungen gefallen, kannst du mir jetzt auch gerne folgen und unter dem Video die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Dann bekommst du immer eine Meldung, wenn ich eine neue Legung hochlade. Und ich schaue, dass ich das wirklich jeden Tag oder mindestens jeden zweiten Tag hinbekomme. Und du hilfst mir damit natürlich nun auch weiter. Ja, wir haben ja das Ass der Kelche. Wir haben hier den Hierophanten und den König der Schwerter. Ganz klar. Hier beim König der Schwerter, der hat einfach in diesem Fall auch Wärme in sich. Und wenn diese Wärme herauskommt, und da hilft einfach auch der Hierophant dabei, das zu entschlüsseln, was da drin ist. Hier muss man einfach auftauen und hier wird einfach mal das, was wirklich innen drin ist, entschlüsselt. Das wird zum Vorschein gebracht. Und das ist das, was du eigentlich möchtest. Das ist die Seite, die du eigentlich liebst. Und bei dem ist auch immer weniger Fremdeinwirkung präsent. Also ich sehe da jemanden, der wirklich immer klarer sieht. Der hat sich viele Gedanken gemacht. Und das ist jemand, der vielleicht nach außen hin gerne noch widerspricht oder was dagegen sagt und sich dann aber im Insgeheimen Gedanken macht. Das heißt, wenn ich jetzt zu dem sagen würde, ja, Selbstreflexion, sagt er, ja gut, brauche ich nicht. Was redest du da? Lass mich in Ruhe. Reflektier du dich doch selber einfach. Also einfach den Konter. Jemand, der gern in den Angriffsmodus geht. Das heißt, immer wenn man irgendwas sagt, auch wenn man der Person weiterhelfen möchte, konstruktive Kritik oder einfach nur irgendwas sagt, dann ist das jemand, der da sofort in die Verteidigung geht und seine Verteidigung ist dann eben auch der Angriff. Aber in letzter Zeit macht sich dieser jemand im Insgeheimen dann doch Gedanken über sich selber. Und das ist wirklich eigentlich ein Phänomen, was einige haben. Also da brauchst du dich nicht wundern, das ist nichts Abnormes. Dieses zuerst mal Nein sagen, aber dann darauf kommen, dass das ja eigentlich doch gar nicht so schlecht ist, was man da gehört hat. Das ist eigentlich das, was diese Person momentan ausmacht. Ja. Und eigentlich lässt sich sagen, dass hier jemand wirklich auf einem guten Weg ist. Ja. Also hier findet jemand wirklich zu seinem eigenen Ich. Egal ob bewusst oder unterbewusst, das passiert. Und dieses Ich hat einfach Hoffnung in Bezug auf euch beide. Das war es jetzt auch mit der Legung. Ich hoffe, du hast dir was rausnehmen können. Du bist in Resonanz damit gegangen oder mit Teilen zumindest. Oder hörst mir ansonsten einfach gerne zu. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.